gemacht. Dazu gibt es eine Yuzu-Eigelb-Soße. Normalerweise ist das so, dass man in Japan die Skua in Eigelb dippt. Die Europäer finden das nicht so toll, deswegen habe ich die einfach ein bisschen verwandelt, die Idee. Cool. Und dann haben wir das Gyukatsu. Das ist das Innere des Ribeyes, paniert. Und dazu gibt es einen schönen Krautsalat mit kleinen Kirschtomaten, was in Japan als Delikatesse angesehen wird und ein sehr hochwertiges Produkt eigentlich ist. Sehr nice. Kann ich jetzt mal in so ein Dinger reinbeißen? Beiß mal rein in so ein Dinger. Wow, na, das ist brutal. Geil, kann ich das? Ich bin schon seit 5 Minuten hier, aber ist brutal. Kann ich davon auch ein Stück probieren? Nein. Hallo! Ein bisschen in Deutschland gibt es ja kein Wasabi. Das ist deutscher Wasabi. Deutscher Wasabi, der Meerrettich. Das ist geil.